dass die sich schnell ausbreitende Marienverehrung ihre Wurzeln in der Anbetung antiker Göttinnen sowie in anderen heidnischen Praktiken hat, haben wir bereits in einem früheren Kapitel dargelegt. Solche Verbindungen scheinen sich jetzt in späteren Kapiteln nur zu bestätigen. Die New Age-Bewegung schreitet zweifellos an vielen Fronten voran, nicht zuletzt in der Kirche, welche die rechte Lehre nicht ertragen kann, weil ihnen die Ohren jucken. Viele Christen haben tiefe Züge aus dem New Age-Trank genommen, zum Beispiel ganzheitliche Heilung, also ganzheitliche Heilkunde, Hypnose, Yoga, innere Heilung, Meditation, Psychoanalyse und Bewusstseinstraining. Alles heidnischen Ursprungs. Und viele haben neue Lehren und Ketzereien übernommen, die sich auf das humanistische und positive Denken von Teilhard de Chardin, Norman Vincent Peale und anderen gründen, die der Kirche die Bedeutung eines irdischen Königreichs in der Jetztzeit beimessen, das soziale Evangelium predigen und lehren, dass die menschliche Gesellschaft für die Wiederkunft des Herrn nach den Königreichsprinzipien wieder aufgebaut und christianisiert werden muss. Bryn Jones, eine führende Persönlichkeit in der Church Restoration, also in der Kirchenwiederherstellungsbewegung, verhieß seinen Anhängern Anfang des Jahres 1991, Zitat: Durch die Kraft seines Geistes werden wir alles, was gegen Gott und die Menschen steht, unter die Herrschaft Christi bringen. Gottes Kirche wird in der Endphase dieses Zeitalters die einflussreichste Gruppierung von Menschen auf Erden sein. Ende Zitat. Das ist in der Tat ein prophetisches Wort. Doch wird es in der Schrift nur durch die abtrünnige Kirche in der Offenbarung des Johannes erfüllt. So, hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg von Joggler66, Stunde der Wahrheit. Wir haben heute einen wunderschönen Sabbat, Samstagnachmittag. Die Sonne scheint, es ist der 8. Oktober und ich dachte, ich hatte das Kapitel heute Vormittag und heute Mittag gelesen zur Vorbereitung und ich dachte, ich mache mir jetzt die Freude und lese das auch gleich nochmal ein. Märtyrer und Heilige. Kapitel 13 des Buches Alle Wege führen nach Rom. Und ich hatte euch ja bereits gesagt in Kapitel 12, die Jesuiten in unserer Zeit, dass ich mich schon freue auf Kapitel 13. Und ich bin mit meiner Freude nicht enttäuscht worden in der Vorbereitung dieser Lesung und deswegen fange ich da jetzt auch gleich mal mit an. Wir leben in einem Klima zunehmender Gleichgültigkeit gegenüber unserer Geschichte. Das hätte der Autor hier nicht besser sagen können im ersten Satz auf Seite 149 des Buches, als ich das immer sage. Als ich noch befreundet war mit Walt Stickel von Grand Design Exposed, habe ich immer gesagt, die Generation, die heute auf dieser Erde ist, ist die Generation, die am weitesten entfernt ist von Gott und von seiner Lehre, die jemals auf dieser Erde gewandelt hat. Und ich kann das natürlich schwierig vergleichen, ich habe ja früher nicht gelebt, aber dass wir in einem zunehmenden Gleichgültigkeitsklima unserer Geschichte gegenüber leben, ist ja wohl mehr als deutlich. Und das bestätigt genau das, was Tapper Saucy damals sagte in seinem Buch, wo ich ja die Zusammenfassung von Herrscher des Bösen auch gemacht habe, dass in der Zukunft nur noch Leute, die das amateuristisch studieren, Geschichte studieren, nur noch Leute sein werden, die halt aus amateuristischen Gründen Geschichte studieren werden, weil in der Schule das eben nicht mehr gelehrt wird. Nicht mehr in der Schule und nicht mehr in den Universitäten. Ja, so weit ist es inzwischen leider gekommen. Die Menschen glauben, was heute ist, ist wichtig. Was gestern war, ist uninteressant. Und das, obwohl viele Leute meinen, Geschichte wiederholt sich selbst.
anstatt dann mal probieren, Geschichte auch zu studieren. Der Zeitgeist hat uns auf alles eingestimmt, was jetzt ist und was neu ist. Der Materialismus und ein bequemes Leben haben uns vorgegaukelt, wir hätten Fortschritte gemacht und uns als Menschen weiterentwickelt. Ja, natürlich, deswegen leben wir ja auch in einer Welt, die die Evolutionstheorie lehrt. Diese Illusion wird vom Fernsehen, diesem modernen Hausgötzen, genährt. Es will uns weismachen, wir hätten den Planeten und unsere Zukunft im Griff. Naja, die Erde ist kein Planet, aber das vergebe ich dem Autor hier mal, dass er das sagt. Der zwischen Anführungszeichen Fortschritt unserer Zivilisation geschieht nicht nur im Bereich des Wissens und der Technologie, sondern auch in unserem Religionsverständnis. Die Kirche hat diese neue Dynamik übernommen, vielleicht von der Welt. Der Herr schafft ein Neues. Die Erneuerung habe die Christen von der Vergangenheit befreit und von all dem Unangenehmen, dem Kampf, dem Blutvergießen. Die alten Streitigkeiten über Lehrfragen seien nicht länger wichtig. Jene Dinge, die fast das gesamte christliche Zeitalter hindurch solche Spannungen verursachten, hätten heute nichts mehr auf der Tagesordnung zu suchen. Man brauche nicht mehr an sie zu denken, über sie zu reden oder sogar unseren Kindern in der Schule von ihnen zu erzählen. Das sei lieblos und schaffe nur Uneinigkeit. Der Widerstand gegen das protestantische christliche Erbe Großbritanniens, das in manchen Bereichen zunehmend als anstößig hingestellt wird, gewinnt immer mehr an Kraft. Das Gedenkjahr 1988, in dem die Christen nicht weniger als 10 wichtige Jahrestage und Jubiläen im Zusammenhang mit der Geschichte der englischen Bibel begingen, bekam in den Medien des Landes wenig Raum, obwohl Ihre Majestät die Königin ihre Weihnachtsansprache 1988 damit begann, dass sie die Bedeutung der Jahre 1588 und 1688 für die Nation hervorhob und die Frage stellte, wie anders unsere Geschichte wohl ohne die großen Ereignisse verlaufen wäre, derer an den Jahrestagen gedacht wurde. So, und wer von euch weiß, um was es 1588 und 1688 ging? Eben, das ist genau das, was ich damit meinte. Kein Mensch kennt mehr seine Geschichte. 1588 war der Anfall der spanischen Armada auf das protestantische England, damals regiert von Königin Elisabeth I. Und 1688 war das Jahr der glorreichen Revolution. Ein wichtiger Gesichtspunkt dieses Erbes ist heimtückisch untergraben worden. Viele von uns wurden in dem Glauben erzogen, dass die Märtyrer unseres Glaubens jene waren, die den Feuertod starben, weil sie nicht fähig und bereit waren, ihren Glauben an die Schrift als das offenbarte Wort Gottes aufs Spiel zu setzen. Doch im November 1987 berichteten die seriösen Zeitungen sowie Fernsehen und Rundfunk ungewohnt ausführlich über die Ehrung englischer Märtyrer. Jetzt wird's interessant. Viele, die bei solchen Schlagzeilen aufmerkten und deren Fantasie in der Schulzeit durch Berichte von dem Heldentum Cranmers, Latimers und Ridleys entflammt war, müssen bei der Feststellung entsetzt gewesen sein, dass es hier um 85 katholische, Zitat, Helden des Widerstandes gegen die protestantische Reformation, Ende Zitat, ging. Diese Männer wurden in Gegenwart des anglikanischen Bischofs von Birmingham, Mark Santer, vom Papst in Rom, selig gesprochen. In einer Ansprache sagte der katholische Erzbischof von Westminster, Cardinal Hume, sehr bedacht, Zitat, die Geschichte der Märtyrer darf nicht als beschämende Episode gesehen werden, sondern muss ihren rechten Platz als ein wichtiger Bestandteil unseres Erbes erhalten. Ende Zitat. Es ist wahrscheinlich, dass den Strategen in Rom die Tatsache nicht entgangen ist, dass seit dem Zweiten Weltkrieg nur ein einziger anglikanischer Bischof an einem Gedenkgottesdienst zu Ehren eines Märtyrers des reformierten Glaubens teilgenommen hat. Die Vorsicht, die frühere Selig- und Heiligsprechungen in protestantischen Ländern kennzeichnete, ist nicht länger notwendig. Die Anzahl der Heiligsprechungsverfahren ist in den letzten Jahren erheblich angewachsen, einschließlich jener,
die erstmalig in der Geschichte auf ausländischem Boden stattfanden. Allein im Jahr 1982 beispielsweise wurden mehr Fälle zur Sprache gebracht als in den gesamten 1950er Jahren zusammen, wie wir von Peter Hebblethwaite in The Vatican 1987 nachlesen können. Papst Johannes Paul II. Hat in den 12 Jahren seines Papsttums bereits mehr Heilige zur Ehre der Altäre erhoben, als insgesamt alle seine Vorgänger in diesem Jahrhundert. Er plant eine neue Welle von Heiligsprechungen, die auch die Kardinäle Newman und Manning und die Päpste Pius XII. Und Johannes den 23. erfassen soll. Märtyrer oder Verräter? Märtyrer und Heilige heißt das Kapitel. Märtyrer oder Verräter? Welche ehrt die römisch-katholische Kirche? Also, man muss natürlich wissen, wenn man diese Frage stellt, auf welcher Glaubensbasis steht man? Steht man auf der Glaubensbasis dessen, was der Papst lehrt, der Mann der Sünde, der Sohn des Verderbens, der Antichrist in Rom, hat man natürlich eine andere Sicht auf Märtyrer oder Verräter, als ob man auf dem Felsen steht, der Jesus Christus ist, die Wahrheit und sein Wort, die Bibel. Also, ich schätze mal, euch wird ziemlich schnell ein Licht aufgehen, wer hier besprochen wird. Der Unterschied, den Christen zwischen protestantischen und katholischen Märtyrern sehen, lässt sich am besten anhand der geschichtlichen Ereignisse begreifen. In einem früheren Kapitel haben wir von jenen Missionen in der gesamten Geschichte des Christentums bis heute gesprochen, die unbemerkt als Märtyrer der Wahrheit getötet worden sind. Im Gegensatz dazu haben die Medien beispielsweise ausführlich über das Martyrium der 6 Jesuitenpriester von El Salvador berichtet, die doch fraglos zum Zeitpunkt ihres Todes von dem politischen Geschehen ihres Landes eingeholt worden waren. Zur Zeit der ausgedehnten Presseberichterstattung über die Seligsprechung der 85 englischen Märtyrer im Jahre 1987 veröffentlichte der in London beheimatete Vereinigte Protestantische Rat, United Protestant Council, eine gut fundierte Verlautbarung, die wir hier auszugsweise abdrucken. Sie wurde an alle landesweiten Zeitungen geschickt, doch keine einzige von ihnen druckte auch nur ein Wort. Zitat: Niemand, dem an geschichtlicher Wahrheit gelegen ist, kann sich mit der Behauptung der Kirche Roms zufrieden geben, die 85 englischen Untertanen, die vom Papst selig gesprochen wurden, seien Märtyrer gewesen. Das heißt, sie hätten für ihren Glauben allein gelitten. Die 288 Märtyrer, die unter der Regentschaft Marias der Ersten getötet wurden. Ja, ihr kennt die? Bloody Mary, Mary Stuart, ja? Die 288 Märtyrer, die unter der Regentschaft Marias der Ersten getötet wurden, litten einzig und allein für ihren Glauben. Sie wurden aufgrund rein religiöser Anklagepunkte verurteilt, hauptsächlich deswegen, weil sie die Lehre von der Transsubstantiation ablehnten. Das heißt, den Glauben, dass Brot und Wein in der Messe tatsächlich in Leib und Blut Christi verwandelt werden. Weder bestritten sie je, dass Maria die rechtmäßige Königin von England war, noch unterstützten sie irgendwelche ihrer offenen und ausländischen Feinde, noch verursachten sie einen Umsturz oder Bürgerkrieg. Sie planten keinen Aufruhr an geheimen Orten, noch hinderten sie einen Untertan am Gehorsam. Solche Anklagen des Verrats waren jedoch regelmäßig gegen jene Katholiken vorgebracht worden, die unter Elisabeth und ihren Nachfolgern zum Tode verurteilt wurden und deren Namen in der jüngsten Liste der vom Papst in Rom selig gesprochenen enthalten sind. Kein römischer Katholik war in den ersten 11 Jahren unter Elisabeth I. hingerichtet worden, das heißt, bevor Papst Pius V. alle römischen Katholiken zum Aufruhr anstachelte und ihnen befahl, der Königin bei Strafe der Exkommunikation den Gehorsam zu verweigern. Es ist eine unanfechtbare Tatsache, dass kein römischer Katholik einzig aufgrund seiner religiösen Ansichten hingerichtet wurde. Ich würde hier sogar das Wort je zufügen.
Die Wahrheit ist, dass die meisten jener seliggesprochenen Laien deshalb zum Tode verurteilt wurden, weil sie die Seminarpriester in ihrer Absicht unterstützten, den Thron zu stürzen. 63 der 85 englischen Märtyrer waren Seminarpriester, im Ausland ausgebildet und zurückgesandt, um die Verschwörungen des Papstes zur Untergrabung des englischen Thrones voranzutreiben. Diese Bemühungen waren verstärkt worden, nachdem Antichrist Papst Gregor VII. 1580 der Ermordung Elisabeths und 1588 der Vorbereitung der Invasion seine Zustimmung erteilt hatte. Die Invasion war die spanische Armada. Vor diesem Hintergrund kann unmöglich gesagt werden, dass diese Männer Märtyrer in einem rechtmäßigen Sinne des Wortes waren. Im Gegenteil, was die Kirche Roms hier tut, ist die Verherrlichung von Verrätern, Spionen und Verschwörern. Den wichtigsten Satz dieses Zitates wiederhole ich nochmal eben. Es ist eine unanfechtbare Tatsache, dass kein römischer Katholik einzig aufgrund seiner religiösen Ansichten hingerichtet wurde. Das ist so in der ganzen Geschichte und jeder, der Calvin, Luther und irgendwelchen anderen Reformern irgendwelche Dinge andichten will, hat absolut damit Unrecht. Es wurde noch nie vom Protestanten ein Katholik deswegen hingerichtet, weil er Katholik ist. Er wurde deswegen hingerichtet, weil er sich verschworen hat gegen die protestantischen Herrscher oder die protestantische Kirchenhierarchie. Das kam vor. Ich heiße das damit nicht gut, aber wir sprechen über verschwindend geringe Fälle und nicht über auch nur einen wirklich auch nur berücksichtigenswürdigen Anteil von über 50 Millionen, die die Inquisition getötet hat, weil diese Leute in ihrem Glauben recht standen und für ihren Glauben gestorben sind. Und nicht, weil sie sich irgendwelchen Menschen angeschlossen haben, um versucht haben, Regierungen oder sonst irgendetwas zu stürzen oder zu unterwandern oder zu infiltrieren oder zu ermorden. Ein ganz, 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 ganz wichtiger Unterschied meines Erachtens. Ja? Abgesehen davon ist es natürlich nie in Ordnung, jemanden zu töten. Davon abgesehen. Aber wie die römisch-katholische Kirche das hier auslegt, ist eine Sache. Und wie es hier wunderbar beschrieben wurde jetzt in dem, was ich gerade vorgelesen habe, in dem Vereinigten Protestantischen Rat über diese 85 sogenannten Märtyrer, das finde ich einen wichtigen Satz, den man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen muss und den man auch ruhig mal nachforschen kann. Die Wahrheit ist, dass die meisten jener seliggesprochenen Laien deshalb zum Tode verurteilt wurden, weil sie die Seminarpriester in ihrer Absicht unterstützten, den Thron zu stürzen. Es ist eine unanfechtbare Tatsache, dass kein römischer Katholik einzig und allein, füge ich hinzu, aufgrund seiner religiösen Ansichten jemals, füge ich hinzu, hingerichtet wurde. Aber ja, aus solchen Gründen wird Geschichte neu geschrieben. Und das ist der nächste Unterabschnitt des Kapitels 13 Märtyrer und Heilige. Geschichte neu geschrieben. Derselbe Einspruch war 1970 angesichts der Heiligsprechung von 40 Männern unter England und Wales durch Papst Paul VI. Erhoben worden. Damals zählten zu den zwischen Anführungsstrichen Heiligen, Thomas Garnet und Nicholas Owen, zwei der Teilnehmer der berüchtigten Pulververschwörung von 1605, den Gunpowder Plot. Tja, ich muss jetzt ja wohl nicht allzu tief in den Gunpowder Plot mit eingehen, aber um es kurz zu machen, schaut euch den Film Wie für Vendetta an und dreht alles, was da drin ist, 180 Grad rum und ihr bekommt einen kleinen Blick auf die richtige Wahrheit. Der Gunpowder-Plot war mit 36 Fässern mit Pulver, also Schwarzpulver, das Parlament in die Luft zu jagen. Als König James das Parlament 1605 am 5. November betrat, um dafür zu sorgen, dass König James und der Großteil der Regierung in die Luft geblasen wird. Und warum? Ein Jahr zuvor
hat König James veranlasst, ein Komitee zusammenzustellen, das sich damit beschäftigen sollte, eine englischsprachige, unkorrumpierte Bibel rauszubringen. Die 1611, King James. Wäre der Anschlag der Pulververschwörung, wie es hier steht, von 1605 gelungen, dann hätten wir heute die König James Bibel nicht. Es war göttliches Intervenieren, genauso wie bei der spanischen Armada 1588. Nun, der Protestantismus hängt in den Seilen. Das kann man heute ganz sicher behaupten. Und die Geschichte unseres Landes, England, wird in zunehmendem Maße neu geschrieben. Das ist in Deutschland auch so, ne? Können sich die Deutschen ja mal eine Scheibe von den Engländern abgucken, wenn sie meinen, nur sie werden betrogen und beschissen. Der Protestantismus hängt in den Seilen und die Geschichte unseres Landes wird in zunehmendem Maße neu geschrieben. Das von Marshall Cavendish vermarktete Entdeckungspaket, zunächst 1988 an Millionen junger Leute verkauft und seitdem auch als Spiel erhältlich, stellt Guy Fawkes als jungen Idealisten hin, der dem römisch-katholischen Glauben unerschütterlich treu ergeben, Verfolgung von den Händen seiner Ankläger erduldete. Auch er mag wohl bald selig, ja, wahrscheinlich sogar heilig gesprochen werden. Die Heiligsprechung Thomas Henry Garnets, eines der 40 Märtyrer, veranschaulicht vielleicht am allerbesten, wie weit die Dinge in unserer Zeit gediehen sind. Die Pulververschwörung war ein jesuitischer Anschlag. König und Parlament sollten in die Luft gesprengt werden. Sie führte zu einem bewaffneten Aufstand gegen die Monarchie. Garnet, damals Ordensoberer der Jesuiten in England, gestand seine Schuld und wurde für seine Teilnahme an diesem schrecklichen Verbrechen gehängt. Sein eigenhändig geschriebenes Geständnis ist im Staatsarchiv erhalten. Ich lese daraus hervor und habe dazu am Ende noch eine ganz wichtige kleine Note. Zitat: Ich, Henry Garnet, Priester in der Gesellschaft Jesu, bekenne freimütig vor Gott, dass ich die ehemalige Absicht des Pulveranschlags für durchaus ungesetzlich und höchst schrecklich erachte. Sowohl hinsichtlich der Verletzung und des Verrats seiner Majestät des Prinzen und anderer, die zu der Zeit heimtückisch ermordet werden sollten, als auch hinsichtlich der vielen anderen Unschuldigen, die zugegen gewesen sein mögen. Ich bekenne mich in höchstem Maße schuldig, gegen Gott sowie gegen die Würde und den Stand des Königs gesündigt zu haben. Und bitte demütig um Verzeihung. Ich ermahne alle Katholiken allerorts, dass sie in keiner Weise an mir ein Vorbild nehmen, sondern durch Gebet und auf andere Weise den Frieden des Königreichs suchen und hoffen, seine Majestät werde ihnen gnädig geneigt sein, auf dass sie ihren gewohnten Frieden genießen und nicht die Last meiner und anderer Vorgehen und Verbrechen tragen werden. Zum Zeugnis dessen habe ich dies mit meiner eigenen Hand geschrieben. Ende Zitat. Nun steht hierbei 4. April 1605. Und das ist natürlich ein Datum, das nicht stimmen kann. Aus dem einfachen Grunde, der Gunpowder Plot oder Pulveranschlag oder wie auch immer man das im Deutschen nennen will, fand erst statt oder wurde aufgedeckt am 5. November 1605. Ja, also kann er das nicht im April 1605 geschrieben haben. Er wurde, nachdem er festgenommen wurde, im März 1606, am 3. Mai 1606 hingerichtet. Von daher gehe ich davon aus, dass das hier ein Tippfehler ist, in der deutschen, aber auch in der englischen Version, wie ich festgestellt habe. Und das müsste wohl heißen 4. April 1606. 1605 ist ja nicht logisch, dass er das 7 Monate macht, bevor das überhaupt stattfindet, ne? Aber gut, kann ja jedem mal passieren, solch ein Fehler. Ein Porträt Thomas Henry Garnets, des Heiligen und Märtyrers des römisch-katholischen Glaubens, hing lange Zeit im Speisesaal der Jesuitischen Akademie in Rom. Ebenfalls mit den 40 Märtyrern heilig gesprochen wurde der Jesuit Edmund Campion, der 1850, Zitat, einer Verschwörung für schuldig befunden wurde, die das Ziel hatte, die Königin abzusetzen und zu ermorden. Krieg, Blutvergießen und Aufstand anzuzetteln, Religion und Regierung zu verändern und ausländische Truppen herbeizurufen. Ende Zitat. Für diese Verbrechen wurde er hingerichtet.
1970 sprach ihn Papst Paul VI. Heilig. Märtyrer oder Heilige? Märtyrer oder Verräter? Eine weitere umstrittene Heiligsprechung war diejenige des Thomas Morris im Jahre 1935. Er wurde von einflussreichen katholischen Autoren wie Hilaire Belloc und Evelyn Waugh im öffentlichen Bewusstsein als Heldenfigur hingestellt und G.K. Chesterton oder G.K. Chesterton bezeichnete ihn als, Zitat, die größte historische Figur der englischen Geschichte. Ende Zitat. Der Film A Man for All Seasons mit Robert Bolt in der Hauptrolle bestätigte Morris als einen der großen Glaubensmänner seiner Zeit und aller Zeiten. Doch das ist Fantasie und nicht Geschichte. In seinem bekannten Buch The Statesman and the Fanatic von 1982 zeigt der Historiker Jasper Ridley Thomas Morris als einen Fanatiker und als einen Mann, der, Zitat, für das Gegenteil alles dessen eintrat, für das er heute bewundert wird. Vielleicht hat er keine Ketzer in seinem Garten geschlagen, doch gibt es nichts, was Morris stärker missbilligte als Freiheit, persönliches Gewissen und religiöse Toleranz. Ende Zitat. Ketzer. Und der Begriff wird hier in einer Fußnote mal kurz eben erklärt. Der Gebrauch des Wortes Ketzer in Bezug auf wahre Christen ist typisch für unsere Zeit. Das Oxford-Wörterbuch der christlichen Kirche hat unter dem Stichwort Smithfield diesen kurzen, abtuenden Eintrag. Zitat. Ein Platz in London, früher als Hinrichtungsort bekannt, besonders in der Reformationszeit, als in den Feuern von Smithfield, während der Regentschaft Maria Tudors ungefähr 300 Ketzer dort verbrannt wurden. Heute ist der Platz als Fleischmarkt bekannt. Ende Zitat. Aus der Fußnote. Ketzer wurden in der Tat in einem Garten, in seinem Garten, also von Thomas Morris, erschlagen. Wileys Geschichte des Protestantismus und Foxes Taten und Zeugnisse, auch bekannt als das Buch der Märtyrer, also Foxes Book of Martyrs, dessen eigentlicher Titel ist Acts and Monuments, für die heutigen Christen eine überaus wichtige Lektüre, die aber kein Schwein mehr kennt, beschreiben die Geißelung und Folterung jener, die das Lesen in der Heiligen Schrift schuldig waren und rein protestantische Lehren glaubten, einschließlich des Kaufmanns John Tewkesbury und des Anwalts James Bainham am Baum der Wahrheit in Sir Thomas Morris Garten. Am 24. Januar 1935 sandte die Protestant Truth Society folgendes Telegramm an Papst Pius XI., der zu dem Zeitpunkt dem Kanonisierungskonzil vorstand und die Erhebung von Sir Thomas Morris und Bischof John Fisher in den Stand der Heiligen verteidigte. Hört gut zu! Wien, Karl V. und Heinrich VIII., Staatspapiere vom 27. September 1533, offenbaren Bischof Fischer als Verräter, der spanische Invasion Englands plante. Sollen wir Kopien der Staatspapiere senden, bevor sie mit der Kanonisierung am 29. Januar fortfahren? Nach höflichem Briefwechsel, währenddessen der Vatikan Fotokopien der Papiere aus dem britischen Staatsarchiv erhielt, wurden die Fakten an den Presseverband geschickt. Lediglich zwei Zeitungen veröffentlichten sie, The Daily Herald und The News Chronicle. Interessanterweise erscheinen beide Zeitungen heute nicht mehr. Der erste ökumenische Heilige, J.H. Newman. Mit typisch feinfühliger Wahl des Zeitpunktes wurde der Antrag auf Heiligsprechung Kardinal Henry Newmans dem Papst im Juli 1989 vorgetragen, als gleichzeitig zu seinem 100. Todestag eine Kampagne anlief, ihn zu einem anglikanischen Heiligen zu machen. Die von Clifford Longley in The Times vertretene Meinung, Zitat, Newman habe das Programm des Zweiten Vatikanischen Konzils von seinem Grab aus geschrieben, Ende Zitat,
lässt sich durch die Aussagen mehrerer Päpste belegen, die ihm den Verdienst der geistlichen Urheberschaft dieses Newman-Konzils, wie es oft genannt wurde, zuschrieben. Newmans Heiligsprechungsprozess hat nach Angaben seines Antragstellers, des Jesuitenpaters Vincent Blell, höchsten Vorrang im Vatikan. Im ersten Teil des dreiteiligen Prozesses ist er bereits ehrwürdig gesprochen worden. Ihm fehlt nur noch ein beglaubigtes physisches Wunder, das normalerweise für die zweite Phase die Seligsprechung erforderlich ist. Doch erwartet man, dass der Papst eine Ausnahme machen wird. Natürlich, aufgrund des moralischen Wunders seines außerordentlichen geistlichen Einflusses. Ende Zitat. John Henry Newman, dessen Ansehen im Klima der Einheit zusehends wächst, wird sehr wahrscheinlich der erste ökumenische Heilige sein. Sein 100. Todestag im Jahre 1990 wurde von der Kirche mit feierlicher Würdigung seines Lebens begangen und erfuhr eine erhebliche Beachtung in der Presse. So, wie ihr wisst, bin ich ja immer ganz besonders neugierig und obwohl ich das in der Vorbereitung nicht gemacht habe, während der Lesung dachte ich eben mal, dann gucke ich doch mal, was mit dem Newman inzwischen passiert ist, weil das Buch ist ja schon von 1993. Unter Wikipedia, und den Link werde ich natürlich in die Beschreibungsbox des Videos mit reintun, wenn ich dran denke, das wird ja noch eine ganze Weile dauern, aber in Wikipedia können wir das Folgende lesen. Am 11. August 2008, an Newmans 118. Todestag, erteilte das britische Justizministerium die Genehmigung, die sterblichen Überreste von Kardinal Newman zu exhumieren und in einen Sarkophag in die Oratorienkirche von Birmingham zu überführen. Bei der Öffnung des Grabes in Rednal am 3. Oktober 2008 wurden im Sarg lediglich Reste von Kleidern gefunden. Am 3. Juli 2009 hat Antichrist Papst Benedikt XVI. Das Dekret autorisiert, das die Authentizität des Wunders anerkennt, welches der Fürbitte des ehrwürdigen Dieners Gottes Kardinal John Henry Newman zugeschrieben wird. Am 19. September 2010 sprach Antichrist Papst Benedikt XVI. Newman bei einem Gottesdienst im Cofton Park in Birmingham selig. Als liturgischen Gedenktag bestimmte er den 9. Oktober, den Tag von Newmans Aufnahme in die katholische Kirche. Am 15. Januar 2011 stellte Benedikt XVI. Das neu errichtete Personalordinariat unserer lieben Frau von Walsingham unter das Patronat des seligen John Henry Newman. Soweit das deutsche Wikipedia dazu. Er ist also selig gesprochen. Heiligsprechung ist anscheinend noch nicht passiert, aber soweit sind wir schon mal und der Rest wird dann eben auch noch folgen. Gehen wir doch mal von aus, ne? Also, lesen wir weiter. John Henry Newman, dessen Ansehen im Klima der Einheit zusehends wächst, wird sehr wahrscheinlich der erste ökumenische Heilige sein. Sein 100. Todestag im Jahr 1990 wurde von der Kirche mit feierlicher Würdigung seines Lebens begangen und erfuhr eine erhebliche Beachtung in der Presse. Der 500. Jahrestag Thomas Cranmers machte im Gegensatz dazu nur sehr wenig Eindruck auf die Nation. Newman ist insbesondere für seinen Versuch bekannt, das Konzil von Trient mit den 39 Artikeln der englischen Kirche zu versöhnen. Cranmer, einer der Verfasser dieser 39 Artikel, widmete sein Leben der Hervorhebung der Unterschiede zwischen den Lehren Roms und der biblischen Lehre der englischen Kirche. David Samuel, der Direktor der Kirchlichen Gesellschaft, einer Organisation der Kirche von England, sagte damals, Zitat, »Es ist deshalb keineswegs überraschend, dass der Erstere in dem Maß gefeiert wird, wie der Letztere vernachlässigt wird.« Newman, dessen Neuformulierung der Lehre besonders der vorige Erzbischof von Canterbury, Robert Runcie, rühmte, war der Meinung, dass die Fortentwicklung der Lehre wirklich gleichbedeutend mit fortgesetzter Offenbarung sei. Das ist eine Sicht, die heute von vielen Richtungen charismatischen und liberalen Denkens geteilt wird. Dr. Runcie glaubte, dass nach Zeiten des Kampfes
ein Wunder geschehen war. Newman galt als das Werkzeug zur Vollbringung dieses Wunders und wurde in zunehmendem Maße für eine Schlüsselfigur in der Geschichte des 19. Jahrhunderts gehalten. Die Zeiten haben sich wirklich geändert. Oder wahrlich geändert. William Gladstone, ein Staatsmann im 19. Jahrhundert und gleichzeitig Geistlicher der englischen Hochkirche, betrachtete Newmans Konversion zum römischen Katholizismus als die möglicherweise größte religiöse Krise seit der Reformation. Wenn auch jetzt weniger sichtbar, hat sich diese Krise, von welcher der damalige Premierminister sprach, verschärft. Seit sich die neu formulierte Lehre verbreitet und die ökumenische Entwicklung beschleunigt hat. Auch die Verfasser der gemeinsamen Erklärung der ARCIC, das ist die anglikanisch-römisch-katholische Interfaith Community, nicht zu vergessen, also auch die Verfasser der gemeinsamen Erklärung der ARCIC zehren von Newmans Fortentwicklung der Lehre. Sein Essay, also Aufsatz, über die Entwicklung christlicher Lehre, ein durch und durch ökumenisches Werk, das er als Anglikaner begann und als römischer Katholik abschloss, hat allen Beteiligten als Beweistext gedient. Die Beschäftigung mit Newmans Leben und Denken ist von protestantischen Theologen als sehr verwirrend bezeichnet worden, als ein Erleben tiefer Finsternis, doch ohne das gültige Licht der Leitung Gottes. Damit wollten sie nicht Newmans berühmtes Lied »Führe uns gütiges Licht« »Lead kindly light« verspotten, sondern zum Ausdruck bringen, was sie angesichts der Erzeugnisse seiner gewundenen, komplexen und widersprüchlichen Denkweise empfanden. Einer seiner ältesten Freunde, Dr. Jelf, sagte, dass Newmans Denken immer vom Wesen her jesuitisch war. Ein Mitkatholik, Lord Acton, bezeichnete ihn als einen, Zitat, »Manipulator der Wahrheit«, Ende Zitat. Ja, das ist jesuitisch, ne? Als Leiter der Traktarianergesellschaft, Tractarian Society, die durch ihre Verschwiegenheit gekennzeichnet war, hatte Newman die sogenannte Sparsamkeit oder Ökonomie des Lehrens und Überzeugens verteidigt. Eine Strategie, die die Wahrheit entweder zum Vorteil einsetzt oder sie verschweigt. Clemens von Alexandria zitierend schrieb Newman, Zitat, er denkt und spricht die Wahrheit, außer wenn eine vorsichtige Behandlung nötig ist. Und dann wird er als Arzt zum Wohl seines Patienten lügen. Nur das Wohl seines Nachbarn wird ihn dazu veranlassen. Er gibt sich selbst auf für die Kirche. Ende Zitat. Sparsamkeit war ein Ausdruck, um die Mittel zum Zweck Lehre der Jesuiten zu beschreiben. Der Zweck heiligt die Mittel. Schon mal gehört? Zurückhaltung ist ein weiterer Ausdruck. Die Lehre von Sparsamkeit und Zurückhaltung wurde angewandt, um einen Großteil der rituellen Bewegung des 19. Jahrhunderts, einschließlich der Mitgliedschaft der Ziele und Aktivitäten der Oxford-Bewegung und Traktarianergesellschaft verborgen zu halten. Der protestantische Wächter Walter Walsh hat all das in seinem Buch The Secret History of the Oxford Movement, also die geheime Geschichte der Oxford-Bewegung, sorgfältig untersucht. Er liefert darin auch Informationen über die Bruderschaft des Heiligen Sakraments, gegründet zur Wiedereinführung der Lehre von der Transsubstantiation, über die Gilde der Allerheiligen zur Erneuerung der Fegefeuerlehre und der Gebete für die Toten und über den Orden der korporativen Einheit, der die Saat für die ökumenische Einheit mit römischen und orthodoxen Kirchen setzen sollte. Heiligkeit und britische Krone ist der nächste Unterabschnitt in Kapitel 12, Märtyrer und Heilige. Als Newman 1845 Englands berühmtester Konvertit zur römischen Kirche wurde, war es George Spencer, der ihm die Beichte vor der Firmung abnahm. Dieser George Spencer ist ein Urgroßonkel von Prinzessin Diana und ein Großonkel von Winston Churchill. Ist das nicht interessant, wie diese ganzen Blutlinien immer zusammenfallen? Oh, Diana,
Die war ja auch eine ganz normale, war ja eine Kindergartenlehrerin, eine bürgerliche. Von wegen. Er konvertierte kurz vor Beginn der Oxford-Bewegung zum römischen Katholizismus und steht nun auf der Warteliste für Heiligkeit, dieser George Spencer. Die ausgedehnte Berichterstattung, nachdem der Vatikan die Darlegung des Falls bekannt gegeben hatte, spricht Bände von seiner Bedeutsamkeit. Vater Jeremiah Donovan, wie George Spencer, ein Passionistenpriester, erzählte dem Sunday Telegraph zum 14. April 1991, wird das abgedruckt, Zitat: Rom wird erpicht darauf sein, einen Heiligen im Umfeld der königlichen Familie zu haben. Wie an anderer Stelle, das ist ein Ende Zitat, ne? Wie an anderer Stelle in diesem Buch bereits erläutert, ist dies gewiss eine Untertreibung. Die Heiligsprechung wird wahrscheinlich, wie diejenige Newmans, ihre drei Stufen sehr schnell durchlaufen. Den Rekord für eine Erhebung in den Heiligenstand hält übrigens der heilige Antonius von Padua im 13. Jahrhundert mit 352 Tagen, also weniger als ein Jahr. Solche Geschwindigkeit würde natürlich Aufsehen erregen, aber heute geht nun einmal alles sehr, sehr schnell. In seiner Antrittsrede vor der multireligiösen Versammlung in der Kathedrale von Canterbury am 19. April 1991 zeigte der Erzbischof von Canterbury, George Carey, seine starke ökumenische Bindung, indem er von seinen Vorgängern im Amt des Erzbischofs sprach, die für ihren Glauben getötet worden waren. Er nannte Alfagi, Thomas Becket und William Lord, aber er überging Thomas Cranmer. Alfagi war ein Benediktinermönch im 10. Jahrhundert. Becket und Lord trachteten, der eine im 12. und der andere im 17. Jahrhundert, die Kirche unter die Herrschaft Roms zurückzubringen. Alfagi und Becket sind bereits heilig gesprochen. Es kann gut angehen, dass Lord, der Ritualist der Protestanten verfolgte, sich ihnen bald anschließen soll. Obwohl George Careys Ernennung zum Erzbischof ihn verpflichtete, die 39 Artikel des Glaubens und das allgemeine Gebetbuch zu wahren, ist es bezeichnend, dass unter den Märtyrern des Glaubens, die er nannte, nicht der Mann zu finden war, der am meisten für diese grundlegenden Bekenntnisschriften der anglikanischen Kirche verantwortlich war. Erzbischof Thomas Cranmer. Der heilige Thomas Becket und die nationale Kirche. Thomas Becket und Heinrich II. Interessante Geschichte. Interessante Geschichte, habe ich mit meinem Freund Robert Newman mal drüber gesprochen und auch zwei Videos in Hour of the Truth drüber gemacht, aber nur am Rande drüber gesprochen. Sehr interessante Geschichte. Und hier schließen wir jetzt das Kapitel 13, Märtyrer und Heilige, im letzten Teil, der heilige Thomas Becket und die nationale Kirche, ab, mit noch knapp 3 Seiten zu lesen. Das Grab Thomas Beckets in der Kathedrale von Canterbury und die geistliche Gegenwart dieses römisch-katholischen Heiligen in der wichtigsten anglikanischen Kathedrale erweisen sich als sehr bedeutsam für die ökumenische Bewegung. 1982 beteten Papst Johannes Paul II. Und Erzbischof Runcie gemeinsam an seinem Schrein. Und 1989 führte der Erzbischof von York, John Hapgood, Pilger, die zu der ersten, multireligiösen Versammlung bei der Kathedrale eingetroffen waren, an den Schrein als zu ihrem letzten Ziel. Die drei Gruppen der ausgesprochen ökumenischen Pilgerschaft waren vorher aus verschiedenen Richtungen an einem Ort zusammengetroffen, nämlich an der heiligen Stätte, wo Heinrich II. Nach Beckets Ermordung im Jahre 1170 vor dem Papst Buße tat. Das Drama Murder in the Cathedral des Anglo-Katholiken T.S. Eliot hat, genau wie A Man for All Seasons im Hinblick auf Thomas Morris, das wir schon eher besprochen hatten, das öffentliche Verständnis der Umstände beeinflusst, die zum Tode dieses katholischen Glaubenshelden geführt haben. Gottesdienste werden im ganzen Land jedes Jahr am 29. Dezember gehalten, um, unter ausführlicher Berichterstattung der nationalen Presse, des Martyriums Becketts zu gedenken. Becketts Martyrium, das aus seiner Papsttreue erwuchs, die er der Treue gegenüber der Krone vorzog,
mag sich sehr wohl in naher Zukunft bei der Wiederbelebung des Grundsatzes als bedeutsam erweisen, dass der Staat über die Kirche keine Macht haben sollte. Die landesweite Diskussion zwischen den Befürwortern und Gegnern der Entstaatlichung ist von neuem entfacht. Einige Testballons sind in den letzten Jahren aufgestiegen und die christliche Öffentlichkeit wurde vorbereitet, das noch vor einem Jahrzehnt Undenkbare ernsthaft in Erwägung zu ziehen. Anfang des Jahres 1989 warf der Erzbischof die Frage der Entstaatlichung der englischen Kirche auf. Ein Jahr zuvor hatte The Sunday Times in ihrem Leitartikel »Modernisiert die Monarchie« darauf hingewiesen, dass, Zitat, eine Beendigung des protestantischen Monopolsanspruchs auf den Thron nicht nur gerecht wäre, sie würde auch die Kirche von England von ihrer schweren Last befreien, die sie als staatliche Kirche trägt. Ende Zitat. Nachzulesen Sunday Times, 31. Januar 1988. Diesen fortwährenden Spekulationen folgte eine ernste landesweite Auseinandersetzung zum Thema Kirche und Staat, Krone und Bischofshut, und das ausgerechnet zu Beginn des Annus Horribilis, des schrecklichen Jahres für die königliche Familie, des Jahres, in dem auch die Ehe des Thronfolgers unheilbar scheiterte. Dr. John Hapgood, der Erzbischof von York, sprach in einer Fernsehsendung im Januar 1993 in einem alles andere als unvoreingenommenen Programm, das offensichtlich für die Trennung von Kirche und Staat eintrat, das Thema des Krönungsgottesdienstes an. Zitat: Wenn dieser die Einheit der Nation fördern soll, dann muss er der Tatsache Rechnung tragen, dass wir in einer ökumenischen und multireligiösen Gesellschaft leben, sagte er. Der Erzbischof von Canterbury, George Carey, beeilte sich, der Sichtweise seines Stellvertreters beizupflichten. Zitat: Die religiöse Landkarte Großbritanniens hat sich bis zur Unkenntlichkeit verändert. Dieser Tatsache müssen wir ins Auge sehen. Ende Zitat. Daily Mail, 1. Februar 1993. Verfassungsexperten glauben, dass eine Ausweitung des Krönungseides im Endeffekt zur Entstaatlichung der Church of England, also der Kirche Englands, wie wir sie heute kennen, führen werden. Wie der Kolumnist und Autor Paul Johnson es ausdrückt, Zitat: Zwischen einer verfassungsrechtlich gesicherten Staatskirche und einer vollends säkularisierten Gesellschaft gibt es keine Zwischenstation. Ende Zitat. Daily Mail, 26. Januar 1993. Jetzt, da die Maastricht-Entwicklung sogar den protestantischen Thron gefährdet, wird das atemberaubende Tempo, mit der diese Veränderungen voranschreiten, von Christen als der Entzug der Gnade und des Segens Gottes gewertet, der unausweichlich aus unserer nationalen Abtrünnigkeit erfolgen musste. Die Abkehr der Mitglieder des jetzigen Königshauses von den feierlichen Gelübden, die sie vor Gott und der Nation anlässlich der Thronbesteigung und voreinander bei der Eheschließung abgelegt hatten, scheint nach 40 Jahren einen Sturm, nicht nur ein Annus Horribilis, geerntet zu haben. Ihre Majestät verpflichtete sich, nach besten Kräften die Satzungen und Gesetze der Heiligen Schrift, dieses königlichen Gesetzes des wahrhaftigen Wortes Gottes, aufrechtzuerhalten und die protestantisch reformierte Religion zu wahren. Während der 40 Jahre ihrer Regentschaft gab sie ihre Zustimmung zur Gesetzesänderung, die die Ehescheidung ermöglichten, Abtreibung und Homosexualität, Sodomie, legalisierten und Ehebruch und Pornografie liberalisierten. Nicht besonders im Einklang mit der Bibel, ne? Prinz Charles' gescheiterte Ehe mit Diana und seine Affäre mit Camilla Parker Bowles, der Ehefrau des Kapitäns der königlichen Garde, Oberst Parker Bowles, haben dazu beigetragen, die Verfassungskrise zu beschleunigen und den Ruf nach einer Änderung des Throneides lauter werden zu lassen. Die königliche Familie, die sogar in Verfassungsfragen den Rat des römischen Katholiken Lord St. John of Wolseley einholt, muss durch ihre sehr engen Beziehungen zu römisch-katholischen Freunden wohl auch in ihrer Einstellung zu den protestantischen Eiden, die sie abgelegt hat, stark beeinflusst worden sein. Die Parker-Bowles-Familie ist katholisch.
Ebenso wie James Gilby, der Mann, der durch den Diana Gate oder Squiggly-Telefonmitschnitt bekannt wurde. Prinzessin Diana, stark beeinflusst von ihrer engen geistlichen Beziehung zu Mutter Teresa und vielleicht zu ihrer Lieblingshellseherin, dem irischen römisch-katholischen Medium Betty Palko, erhält von einem Dominikanerpriester in einer Oxforder Geheimadresse Vorbereitungsunterricht für ihren Übertritt zum römisch-katholischen Glauben. So jedenfalls weiß es die Boulevardpresse zu berichten. Today, 19. Dezember 1992, und The People, 27. Dezember 1992. In seiner Ausgabe zum 1. Februar 1993 stellte der Daily Telegraph den Wortlaut des Krönungseides neben die Meldung von der Revisionsempfehlung der beiden Erzbischöfe. Das hofinterne Rundschreiben desselben Tages befasste sich hauptsächlich mit der Teilnahme der Königin, des Herzogs von Edinburgh und ihrer Söhne, der drei königlichen Prinzen, an dem Staatsbegräbnis des ehemaligen Generalgouverneurs von Kanada, das in der Mary Queen of the World Kathedrale von Montreal stattfand. Das beendet Kapitel 13, Märtyrer und Heilige aus dem Buch Alle Wege führen nach Rom. Sehr starkes, sehr interessantes Kapitel. Und dieser eine Satz, den sollte man sich nochmal wirklich sehr gut auf der Zunge zergehen lassen, den ich da zweimal vorgelesen hatte. Gunpowder Plot sollte man auch mal ein bisschen studieren, wenn man das selber nicht kennt. Kann ich nur jedem anraten. Und wer Englisch versteht, ich habe da mal eine Sendung in Hour of the Truth drüber gemacht, letztes Jahr, 2015, zur Zeit des Reformationstages, und Gunpowder Plot hatten wir darüber gesprochen. Ist sehr interessant, sich das mal reinzuziehen, aber man muss eben sehen, welche Quellen man berücksichtigt, um sich das anzulehren, weil leider, leider, leider die römisch-katholische Kirche stellt diese geschichtlichen Vorfälle natürlich ganz anders dar. Man muss das aus protestantischer Sicht sehen. Man muss das aus der Sicht Gottes sehen. Gut, das war soweit Kapitel 13. Alle Wege führen nach Rom. Ich danke herzlich fürs Zuhören und Zuschauen, für eure Kommentare. Und wünsche euch weiterhin noch einen schönen Tag. Und dass Gott euch behüte und beschütze und auf dem Weg halte oder dahin führe, der einzige Weg, der Weg, der Jesus Christus ist, der sagt, I am the way, the truth and the life. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Jörg von Joggler 66, Stunde der Wahrheit, meldet sich ab und sagt, tschüss. Ich sehe den großen Abfall. Ich sehe die Verwüstung des Christentums. Ich sehe die rauchenden Ruinen. Ich sehe die Herrschaft von Ungeheuern. Ich sehe jene Vizegötter, jenen Gregor den Siebten, jenen Innozenz den Dritten, jenen Bonifatius den Achten, jenen Alexander den Sechsten, Gregor den Dreizehnten, Pius den Neunten. Ich sehe ihre lange Folge, ich höre ihre unerträglichen Lästerungen, ich sehe ihren abscheulichen Lebenswandel. Ich sehe, wie sie angebetet werden von verblendeten Generationen, wie sie hohle Segnungen austeilen, wie sie ihren verlogenen Ablasshandel treiben und ein heidnisches Christentum schaffen. Ich sehe ihre livrierten Sklaven, ihre geschorenen Priester, zölibatären Beichtväter, ich sehe den berüchtigten Beichtstuhl, ich sehe die verführten Frauen, die ermordeten Unschuldigen, ich höre die verlogenen Absolutionen, ich höre die Todesseufzer, ich höre die Schreie der Opfer, ich höre die Ansprüche, die Flüche, den Donner der Interdikte, ich sehe die Folterbänke, ich sehe die Verliese, die Scheiter. Ich sehe die unmenschliche Inquisition, jene Feuer von Smithfield, jene Gemetzel der Bartholomäusnacht, jene spanische Armada,
jene unsäglichen Dragonaden, jene endlose Kette von Kriegen, jene entsetzliche Menge von Massakern. Ich sehe das ganze System und im Namen des Ruins, den es in der Kirche und in der Welt verursacht hat, im Namen der Wahrheit, die es verleugnet hat, des Tempels, den es geschändet hat, des Gottes, den es gelästert hat, der Seelen, die es zerstört hat, im Namen der Millionen, die es getäuscht hat, der Millionen, die es dahin geschlachtet, der Millionen, die es verdammt hat. Gemeinsam mit heiligen Bekennern, mit edlen Reformatoren, mit unzähligen Märtyrern, mit den Glaubenden aller Zeiten, brandmarke ich es als Satans Meisterstück, als den Leib, die Seele und das Wesen des Antichristen. Jeder Christ hat die heilige Pflicht, im Gebet den Antichristen zu bekämpfen. Und was der Antichrist ist, darüber dürfte es bei keinem normal gesinnten Christen Fragen geben. Wenn es nicht das Papsttum der Kirche Roms ist, dann gibt es nichts auf der Welt, das mit diesem Namen bezeichnet werden könnte. Denn es verletzt Christus, weil es ihn in seiner Herrlichkeit beraubt, weil es die Wirkungskraft der Sakramente an die Stelle seines Sühnopfers setzt und ein Stück Brot an die Stelle des Erlösers erhebt und ein Tropfen Wasser an die Stelle des Heiligen Geistes und weil es einen fehlbaren Menschen wie uns als Stellvertreter Christi auf Erden hinstellt. Wenn wir das Papsttum im Gebet bekämpfen, weil es gegen Christus steht, dann sollen wir die Personen lieben, auch wenn wir ihre Irrlehren hassen. Wir lieben ihre Seelen, auch wenn wir ihre Dogmen verabscheuen. So werden unsere Gebete vor Gott angenehm, weil wir unseren Blick auf Christus richten, wenn wir beten. Die ökumenische Bewegung, die sie rühmen, ist die größte Katastrophe, die in diesem Jahrhundert in die christliche Kirche hereingekommen ist. Sie hat die Kirchen dieses Landes zu einer Ansammlung blutleerer, rückgratloser, haltloser Organisationen schrumpfen lassen, die kaum noch ein müdes Wimmern für Christus und die Wahrheit zustande bringen. Kein Wunder, dass die Bosheit so sehr zunimmt und die geistliche Finsternis über die Jahre immer dichter wird. Ernsthafte Christen mit nüchternem Lebenswandel und tiefer geistlicher Gesinnung sind in ihren Augen Fanatiker und Frommtuer. Wenn das stimmt, dann waren erhabene Gottesmänner wie John Knox in Schottland, Johannes Calvin und Martin Luther auf dem Kontinent und Erzbischof Cranmer in England ebenfalls Frommtuer in ihrem Kampf gegen die Irrlehren des Papsttums. Wir rühmen uns ihrer Gemeinschaft.